Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir cool, wir machen heute Bulettenschichtfleisch. Und wie man das macht, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Ja, wenn es hinter mir ein bisschen nebelig ist, also neue Kamera, da liegt es aber nicht, aber es ist wirklich nebelig heute. Den Nebel brauchen wir nicht, aber wir brauchen ein paar Zutaten. Und zwar, das Schöne ist relativ übersichtlich. Wir haben hier einmal fertig Matt. Das habe ich über von einem Video, wo ich gezeigt habe, wie man Matt macht. Das findet ihr entweder unter diesem Video oder kommt demnächst, aber wahrscheinlich kam es schon. Naja, bleibt ja manchmal ein bisschen was übrig. Okay, ist unwahrscheinlich, dass Matt übrig bleibt. Aber wir haben hier noch 2 Kilo Matt. Das besteht im Prinzip aus Hackfleisch und Gewürzen. Ich habe jetzt meine Ferkelsushi dafür genommen. Man kann auch würzen, wie man möchte, nicht überwürzen. Weil zum Würzen brauchen wir nämlich gleich noch ein bisschen OFA-Rab, dass da ordentlich Bums drin kommt. Und Bums ist ein gutes Stichwort. Deshalb haben wir hier Zwiebeln. Das ist so ungefähr 1,5 Kilo. Und so 800 Milliliter Lettschuh. Dann habe ich hier noch einen Teller. Und ich würde sagen Dutch-Ofen, aber ich zeige euch das hier bloß. Ich erwähne das noch nicht groß, weil wir da gerade bei Testläufen sind. Ihr seht schon, da ist ein Logo drauf. Ich hoffe, das wird großartig. Von mir bis da nichts. Und wie immer, wenn wir grillen, Schaufel, Messer und ein Brett. So, als allererstes nehmen wir mal so 2 Hände voll von Zwiebeln. Wir machen diese mal als kleine Bodenlage hier in dieses ungenannte Gefäß. Dann nehmen wir ein bisschen OFA-Rab. Verteilen und ziehen die auf den Teller. Und dann formen wir im Prinzip immer so eine Handvoll Hack, immer schön durchkneten, zu einer Kugel, die platt drücken, ungefähr wie eine Burgerscheibe. Einmal kurz hier in den OFA-Rab von einer Seite drin reinstellen. Dann nehmen wir ein paar Scheiben Zwiebeln, packen wir dazwischen. Nehmen uns die nächste Kugel. Jetzt könnt ihr überlegen, was jetzt kommt. Ja, formen, platt drücken, einditschen, gegenstellen. Und dann wieder Zwiebeln und Fleisch und immer so weiter, bis das Ding hier voll ist. Und da kriegt man herrlich einen Topf voll Glück, oder? Und da kommen jetzt unsere restlichen Zwiebeln nochmal schön drüber. Die geben noch schön Saft ab, der sich um dieses Fleisch schmeichelt. Wie? Schmeichelt, ja. War absichtlich Blödsinn erzählt. Mir waren so ein paar Strunkstücken bei. Kann ich immer ja nicht haben. Lasse ich die deshalb draußen. Und jetzt kommt immer schön unser Lettschuh hier oben drüber. Wenn das alt warm wird, dann sackt das schön zusammen. Saftet denn, schön runter. Ja, das ist so eine Paprika-Tomaten-Mumpe eingekocht süß-sauer. Oder? Frau nickt. Ich glaube, wenn man bei Wikipedia nachguckt, ist das genau die Erklärung. Dann schließen wir den Deckel und dann geht's schon an den Grill. So, dann nehmen wir dieses schöne Teil und stellen den entweder so oder so hier hin. Ich stelle mal so hin. Gefällt mir besser. Gucken wir mal, ist alles da. Ja, sehr schön. Herrlich, ne? Wenn man nicht so einen schweren Deckel hat, mit dem man rumhampeln muss, sondern hier alles so. Naja, okay. Ich verrate schon wieder viel zu viel. Deckel zu. Und in einer Stunde gucken wir mal nach, wie der Stand der Dinge ist. Wir achten darauf, dass wir hier ungefähr 200, 220 Grad haben. Dazu habe ich jetzt hier die Brenner rechts und links auf halber Kraft und unten drunter aus. Stündchen ist um und wir gucken mal, was hier passiert ist. Und du siehst, ich muss nicht mit dem Deckel hier irgendwie rumzaubern hier, sondern einfach Deckel hochgucken. Und das fällt schon schön zusammen, aber das ganze Gericht wird natürlich so 2,5, 3 Stunden brauchen, bis alles richtig schön so zusammen da drin eingeschmort ist und lecker wird. Von daher packen wir den Deckel wieder drauf. Temperatur stimmt hier oben mit 200, 220 Grad. Also, was soll schief gehen? Jetzt heißt es nur abwarten. Für mich ein bisschen länger als für euch. 2,5 Stündchen hat der Spaß gedauert. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, außer dass es dort auf dem Grill steht. Und dann nehmen wir es runter. So, und dann gehen wir mal rein in unseren Freund hier. Herrlich. Sieht gut aus, oder? Ja, beschlicht direkt die Linse. Guck mal, wie man hier so hat sich schön Sud gebildet. Mega. Und jetzt fischen wir uns mal so einen Burschen da raus. Und hier fangen wir dann an. Wir legen die mal frei. Und legen ganz süße Bulette. Also entweder auf den Teller oder. Ah, ich mache das gleich jetzt hier. Schön ins Brötchen. So. Ein bisschen von diesen Lettschuh-Paprikas oben rüber. Und so hast du halt eine schöne Portion, um ein paar Leute zu machen. Du kannst Kartoffeln dazu essen, kannst du so auf den Teller packen, komm. Wir haben so viele Zwiebeln, die können da rein. Und ich muss sagen, der Papa hat Hunger. Deshalb wird jetzt gekostet.
Also, bevor ich mit dem heißen Brötchen verbrille, nehme ich ihn nochmal in so raus hier. Wir haben ja Zeit, also ich habe Zeit, wie wahrscheinlich auch. Sonst würdet ihr euch die Video angucken. Außer ihr sitzt auf Arbeit und versucht die Arbeitszeit rumzukriegen, haltet durch. Und alle, die jetzt in der Mittagspause sitzen, haben vielleicht auch so was Leckeres. Ah, ich hoffe, ihr habt was Ähnliches. Alter, die Textur passt. Und oh, ich zittere schon vor Verlangen. Vor Begierde nach diesem Fleisch. Oh, geil. Also wunderschön. Und wunderheiß. Mmh. 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 Ich kann jetzt schon sagen, ist die perfekte Mischung zwischen Schichtfleisch und Königsberger Klopsen. Richtig, richtig gut. Und jetzt werde ich mir einmal schon mal bei den Reichstelli. Machen wir das zweimal. Oh, guck ich den mal an hier. Oh, herrlich, oder? Also, einen großen Haps. Auch heiß. Mega. Aber eigentlich war kein Brot. Mir reicht jetzt hier mit dem, oh, mit dem Gabel schön durch. Oh. Mit Letscho, die Zwiebeln, dann schön vorgewürzt mit dem UFA-Rab dran. Also, wenn Königsberger Klopse nicht eine meiner absoluten Lieblingsspeisen wären, wäre das hier. Und ich muss euch sagen, sind die geschmacklich besser als Königsberger Klops? Anders. Das ist anders. Also ich würde niemals Königsberger Klopse gegen das hier eintauschen. Aber ich bin sehr froh, dass ich das hier habe. Das ist nämlich sehr, sehr geil und oh. Knüller. Also, die Herangehensweise an dieses Thema ist bekannt. Was ich mir jetzt von euch noch wünschen würde, einen Daumen nach oben, wohlwollend, Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Oh, geil. So gut. Oh, der Hackfleisch ist ein richtig kleiner Star geworden hier drin. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.